aktivieren Sie die Torrents. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Alien Isolation. Ja, jetzt gehen wir hier mal runter. Hier habe ich euch ja gesagt, wir wollen hier runter. Das ist wohl das nächste Plätzchen. So. Was ist das? Sieht fast ein bisschen aus wie so ein Tresor von innen. Oh, jetzt fängt das wieder an zu schütteln hier. Ihr wisst ja, die müssen ja, ja genau, die müssen ja das justieren hier. Ja, die Kalibrierungsgeschichte von der Sevastopol, der Raubstation. So, komm mal raus hier. Spaceflight Terminal. Cup of Joes. Ist die Perky? Ja, das kann sein. Was ist das? Das kenne ich ja gar nicht. Oh, want to join the Colonial Marshals? Nicht die Colonial Marines. Nein, nein. Was für ein Scheißspiel. Das ist hier ganz ein anderes Kaliber, Leute. Oh, das ist ja alles kaputt. Aber so richtig. Und Rauch. Durch die Lüftung kommt Rauch rein. Hier fällt alles auseinander. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gesagt. Wenn da, da Monitore, die rausgebrochen sind und überall Strom und das wäre mir nicht so gefallen. So, geht's denn hier lang? Was ist das? Hallo? Das war wohl nix hier, hä? Muss ich denn jetzt lang? Da drüben, oder? Aha, okay. Ah, Saugi, der Harold. Harold, der Saugi. Das bringt jetzt aber auch nichts mehr, ehrlich gesagt, oder? Wenn er hier noch Staub saugt. Oh, pass auf, Amanda, du brätst. Kriegst du noch einen gebraten hier, Schrott einsammeln. Oh, jetzt fängt das Geschüttel wieder an hier. Ja, kacke. Ah, warte. Da kommt der ganze Dreck, kommt der Schutt, kommt da runter durch die Lüftung. Warte. Oioioi. Brutzel, Britzel. Was war das? Da war einer. Ist das? Oh. Oh, ich weiß nie. Sind das jetzt böse Leute? Oder sind solche wie ich, die einfach nur einen Ausweg suchen? Man weiß es nicht so genau. Es soll ja hier beides geben, hat man mir gesagt. Oh oh, ist da jetzt gerade was über mir drüber? Aha, das ist so eine Wartehalle oder so, hä? Someone new. Da, hier, seht ihr es? Spaceflight Terminal. Border Store, Ross, Procy, Cyan, Alpha City, das ist alles gecancelt. Also alles abgesagt. Hier kommst du nicht mehr raus. Nein. Keep moving. Ja genau, immer in Bewegung bleiben, nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben, Leute. Das ist nicht gut. Oh, hier ist der kann ich, der steht sogar drauf, Eat, aber ich kann es nicht nehmen. So was Dummes. Oh, hier, Sendeschluss. Kennt ihr, oder? So. Es ist ja übrigens 5 Uhr morgens. Das erzähle ich euch vielleicht ein anderes Mal, wenn ich dazu komme, warum ich hier so spät dran bin. Ich musste nämlich meinen Rechner neu aufsetzen. Ah, genau, aber das muss ich noch schnell erzählen. Und zwar, wenn ihr auch Probleme habtet seit dem Update, es gibt übrigens eine neue Schwierigkeitsstufe, die heißt Albtraum. Also genau wie bei Outlast gibt es eine 4. Schwierigkeitsstufe, die heißt Albtraum. Und wenn ihr seit diesem Update auch Probleme habt und eine Nvidia-Karte, Grafikkarte euer eigen nennt, dann geht mit dem Treiber zurück bis zur Version 344.48. Dann läuft das wieder und sogar besser als vorher, habe ich festgestellt. Hier ist der Hornet, Schrotpatronen. Also kann ich euch empfehlen,
Sonst habt ihr die gleichen Probleme wie ich, weil bei mir ist dann der ganze Rechner abgestürzt und ich konnte ihn nicht mal mehr starten. So. Oh, ist das der von vorher? Der Sack da, der da hochgerannt. Jetzt hockt er da im Leichensack, der Sack. Vielleicht versteckt er sich. Kommt aber raus da aus dem Säckchen. Nein, der will da nicht raus. Da ist wahrscheinlich warm da drin. Nein, ist scheiße. Also das sieht nicht gut aus. Das sieht so aus, als würden die hier die Leichen ins Terminal wegschaffen. Übers Terminal bringen und dann wegschaffen. Plasmaschneider benötigt. Tja, ich habe keinen Plasmaschneider. Da drüben ist aber grün, sehe ich gerade. Da muss ich wohl nachher hin. Ach du Scheiße. Boah! Das ist ja alles voller Leichen hier. Oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Was ist das? Hier spricht Werner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte... Das da vorne muss der Ausgang sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Ja, das höre ich auch. Plötzlich poltert's wieder über mir. Das ist unheimlich. Aber ich sehe alleine und irgendwie doch nicht so richtig. Übrigens, dieses Zeichen, das kennt ihr. Das bedeutet nichts Gutes. 8.23 Uhr, 21. Oktober, 21. Jahrhundert und 37. Dann irgendwie Neext. Was die anderen drei bedeuten, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist sowas. Das machen ja die Polizei macht das beim... bei diesem Sturm da in Katrina war das auch so. Da hat man das an die Türen markiert. Und bei The Walking Dead gab es das auch. Und das ist, machen normalerweise die Polizei, macht das, um zu kennzeichnen, was da drinne ist. Oder beziehungsweise eben viel mehr, was da drinne war. Fuck the Marshals. Erinnert euch an die Botschaft vom Marshall, der hier versucht hat, Ordnung reinzubringen. Aber wenn ihr mal so runterguckt, es scheint ihm nicht gelungen zu sein, oder? Also mal ganz ehrlich, nein, nein, der kam wohl zu spät. Also, und es gibt offenbar welche hier, die mögen die gar nicht. Die Marshals. Strom wiederherstellen. Ja, super. Wo soll ich denn jetzt? Ach, da gab es ja noch eine Tür. Genau, gehen wir mal darüber. Komm. Polter. Ich muss wohl hier rein. Okay. Baggage Claim. Also so eine Aufbewahrungsstelle. Hier kommt wohl das Gepäck an. Deswegen auch die Leichensäcke. Die sollen wohl hier aufs Förderband und dann hopp. Oder? Hopp, Ex und hopp. Ich weiß nicht, ob die im All entsorgt werden. Ich weiß es nicht. Ah, hier ist es ja. Das habe ich gesucht. Komm. So. Und. Ratsch. Gleich nochmal. Komm. Ratsch. So. Und aller guten Dinge sind drei. Ratsch. So. Und jetzt drück aufs Knöpfchen. So. Aha. Jetzt geht da was auf. Schau da. Okay, hier gibt's aber nichts zu holen. Was war das? Was war das? Was war das? Oh, die Geräusche hier, Leute. Brauche ich hier? Plasma. Okay, habe ich nicht. Habe ich nicht. Komme ich da irgendwo weiter? Hier? Ah, das ist wohl so ein Technikerraum. Oh, scheiße. Das ist wohl der Techniker gewesen. Ach, du Scheiße. Die einen Ionenschneider habe ich... Oh, hier ist halb offen. Kann man ein bisschen reingucken. Aber hier oben ist nichts. Also zurück.
Warte, genau. Vielleicht kann ich da die Stimmung heben mit dem Wartungsheber. Aber da müsst ihr noch ein bisschen warten, weil ich hab ihn doch nicht. Oh, hört ihr das? Das ist so unheimlich. An Jesu, die Werkstatt von dem Kerl da. Okay, in dir geht's nicht. Also, raus hier. Raus. Mach's Türchen auf, komm. Oh, tolle Kulisse hier. Heia! Was ist jetzt? Was ist jetzt? Okay. Weg, lauf, weiter. Bevor da noch einer reinkommt. Weil, genau, jetzt muss ich ja hier. Lotus will pay. Dieser Plünderer werde zahlen. Aber das habe ich nicht vor. Nein, ich werde nicht zahlen. Ich werde nur plündern. Aber hier ist ja gar nichts. Da wurden sie wohl mitten im Spielen unterbrochen. Also beim Saufen, ich weiß es nicht. Oh oh. Da tropft's. Da tropft's. Aha. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkopf rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Okay, ihr habt's gehört. Irgendeiner hat so einen Wartungsheber. Und der muss hier oben, muss der irgendwo eingeschlossen sein. Da kann ich ihn nicht aufmachen, leider. Kann ich da was drücken? Nein. Oh, zum Verstecken halten. Ja, oh, das da. Ja, hier, Safe Game, komm. Drück's Kärtchen rein. So ist fein, Amanda. Safe Game. Oh, da bin ich immer froh, wenn ich so einen Kasten finde hier. Okay. Bodeheftchen. Oh, Blut. Oh ja, was? Wait. So, das kann ich nicht lesen. Let's get the S's. Wait. Let to us. Könnte das heißen. Ich bin aber nicht sicher. Nasser Boden. Ja, ich seh's. Da komme ich wieder nicht rein, weil ich diesen blöden Wartungsheber nicht hab. Ja. Könnte ich vielleicht die Stimmung heben, wenn ich den Wartungsheber. Aber da ist erstmal Warten angesagt. Oh, das ist ein cooles Teil. Das ist mal ein cooles Teil hier. Oh, hier. Ein Monster. Ein Monster-Joystick. Mit dem kannst du Games spielen, bis du alt und grau bist. Den kannst du noch weiter vererben, oder? Den Joystick da. Was gibt's denn da noch? Ah, hier ist der zweite dazu. Ah, oh, warte. Ah, das sieht aber schon cool aus hier, also. Sehr raumstationmäßig, wirklich. Lay upon my bed. Sleep was sweet upon me. My one return for all my toil. Things there are which weary the soul and rest the body. Others that weary the body and rest the soul. But sleep brings calm to the body and the soul at once. Okay. Aha, hier wäre noch ein Durchgang. Da, hier, hat sie es wieder zu. Scheiße. Ah, nein! Was ist das für eine? Ist das die eingeschlossene, hä? Also warte mal, ich glaube, da komme ich wohl da rein, oder? Komm, lass mich da mal da rein. Errungenschaft freigeschaltet. Schicht im Schacht. Okay, jetzt ist Schicht im Schacht. Soll das jetzt heißen, dass gleich jemand kommt, oder wie? Wenn jetzt Schicht im Schacht ist. Oh. Oh, überall Strom. Blut, hier ist Blut, jede Menge Blut.
Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshals. Die sollten uns beschützen. Das ist Ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, um niemanden rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Scheiße. Es ist kalt. Ich glaube, das Scheißteil funktioniert nicht mal. Doch, das hat funktioniert. Aber du funktionierst nicht mehr. Das sehe ich doch. Gib mir mal die Karte. Ah, der hat die. So, jetzt können wir die Laune heben. Gib mal das mal her. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Ja. Das sehe ich doch auch so. Wartungsheber eingesammelt. Oh, hat's hier drin Insekten? Mach mich nicht fertig. Auf einer Raumstation gibt's eine Fliege. Schaut da mal, seht ihr sie? Wie kommt denn die hier rein? Auf Strebe entfernen. So, also, da mach ich jetzt mal auf. Genau. Bam! So, ansetzen. So, und? So, und? Hoppa! Perfekt. Jetzt kann ich ja überall rein. Jetzt, warte mal, jetzt gab's doch vorher. Da gab's doch auch noch so eine Tür. Komm ich doch jetzt. Genau, hier, guck, da komm ich doch jetzt rein. Quatsch! So, komm, mach's auf, das Schätzchen. Quatsch! So. Weg das Dingens. Wobei, es ist jetzt eine Frage, ist das jetzt gut, wenn ich jetzt hier überall öffne, weil dann mache ich ja auch einen Weg frei. Das sollte ich vielleicht gar nicht tun. Hier ist nochmal ein Tonband. Folgende Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Okay. Oh. Scheiße! Jetzt dachte ich, da kommt einer rein. Oh, jetzt dachte ich, da kommt einer rein. Sag mal, kann ich diese blöde Fackel, die kann ich irgendwie gar nicht mehr weg. Die kann ich jetzt nur noch aktivieren. Ich kann die gar nicht mehr aus der Hand legen, merke ich gerade. Da war ich schon drin. Ja, okay, dann zurück. Oder? Seid ihr auch der Meinung? Dann machen wir das. Was denn jetzt? Oh, da war doch gerade was. Ich habe was gehört. Okay. Über mir. Habt ihr das auch gehört? Wird vielleicht besser. Jetzt habe ich ja was. Jetzt habe ich ja diesen Wartungsheber gefunden. Komm, Safe Game. Oh, das ist gut. Weil, oder, wenn ich jetzt sterbe, dann muss ich das hier alles wieder machen. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich so einen Punkt finde da. So, und jetzt muss ich wohl hier raus. Hä? Das war doch diese Tür da. Das ist ja meine... Warte, ihr seht's. Muss ich schnell gucken, wo ist denn die Karte belegt? Glaube ich hier, genau. So, ihr seht's, hier ist die Karte. Und mit F1 kriegt ihr da die Legende angezeigt. Oder dann seht ihr auch, für was die Sachen da gut sind. Wenn wir schon gerade dabei sind, noch kurz was anderes. Und zwar, ich werde euch unter dieser Folge eine kleine Anleitung reinposten, wie ihr diese drei Werbungsfilmchen am Anfang, wie ihr die abschalten könnt. Dann startet das ganze Spiel ein bisschen schneller. So, gehen Sie durch die Haupttür, finden Sie etwas zum Öffnen der Sicherheitsstrebe, das habe ich gefunden. Ihr wisst, da diesen Heber. Und den wende ich jetzt auch gleich mal hier an, um die Strebe zu entfernen. Ich bin ja hier ganz alleine. Oh. Ganz ruhig. Okay.
von wegen allein. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Ja, sieht so aus. Hallo, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Ja, und das war's mit dieser Folge. Die Zeit ist Raum. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr das nächste Na Mal... Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Ja, ich auch nicht, aber ich muss mich doch noch kurz verabschieden, du Clown, du Axel. Jetzt dreht er sich nämlich. Kommt, dreh ich doch mal. Dankeschön. Ja, was wollte ich sagen? Ja, dann geh mal mit Axel. Da muss man schnell gucken, was ist unser Auftrag? Er hat's gerade gesagt, jetzt bin ich schon wieder ganz durcheinander hier. Gehen Sie mit Axel zur Transitstation. Axel wird Sie durch das Terminal zu einer Transitstation führen, von wo aus Sie zur Kommunikationszentrale gelangen. Das ist unser Auftrag für die nächste Folge. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr wieder dabei sein mit Axel, wenn wir diese Station hier erkunden. Bis dahin. Tschüssi.